Monty Python, Flying Circus. Ja, hallo, ist wieder ein Video von Snake Talk. Diesmal, ihr habt es schon gehört, Monty Python's Flying Circus, das Spiel. Ja, ein ziemlich beklopptes Spiel zu einer ziemlich bekloppten Sendung. Die Sendung kam ja schon in den 70ern raus, oder 60er sogar schon, ich weiß gar nicht, ich glaube 70er, ne? Ja, und das Spiel dementsprechend erst viel, viel später. Da steht ja 1990, also sehr viel später. Ja, mal gucken. Ich habe es vorher noch nicht gespielt. Gucken wir uns das einfach mal an. Ich erwarte aber ein ziemlich beklopptes, unlogisches Spiel. So. Ja. Hä? Ich drücke hier verschiedene Knöpfe. Oh. Oh, es geht los. Ist irgendwas passiert. Okay, ich steuere das Mannequin da, ich kann springen, ich kann irgendwas schießen, naja, so ungefähr halt. Was? Okay. Aha. Verschiedene Bäume. Nein! Okay, da muss man ausweichen. Das macht ja Sinn. Was ist das denn jetzt hier? Also ducken kann man sich nicht. Ich kann mit Fischen werfen. Aha. Ja. Okay. Ups. Hey. Ach so, jetzt bin ich ein Fisch. Oh Mann, das ist... Oh. Woran erinnert mich das? An ein anderes Spiel. Irgendwie. Ah! Nein! Ey, sag mal. Das war anscheinend richtig. Na! Ah. Toll. Das ist so bescheuert, dass es schon wieder Spaß macht. Irgendwie. Immerhin, da ist ein Pfeil, der einem zeigt, wo es weitergeht. Das ist ja schon mal gut. Das wäre bei anderen Spielen sehr sinnvoll. Und die haben das nicht. Oh, eine Banane. Oh. Hey. Ah, nein. Nein. Ah, Mist. Na, was erwarte ich eigentlich? Das Ding ja auch kaputt. Ja, doch, das könnte klappen. Oh, Energie, sehr schön. Das kann man ja sogar spielen hier. Ja. Tatsache. Nicht zu fassen, ein Monty Python Game. Nicht zu glauben. Nein, die spawnen alle. Ey, das... Ah! Das war falsch. Oh, das war jetzt Game Over, ne? Das war jetzt richtig. Ah, okay. Nein! Das ist die sichere Stelle, aber ich muss diese sichere Stelle verlassen, wenn ich irgendwo hin will. Doch, hier muss ich. Ah. Karotten? Pinke Karotten. Na gut, warum nicht? Das ist ja für ein Monty Python Spiel ja vergleichsweise normal. Oh, Energie, sehr schön. Nein!
Boah, die verfolgen einen. So eine Scheiße. Okay, das kann man... Boah, die nerven, oder? Ach so, geht's nicht weiter? Aha. Oh, das war falsch. Toll. Muss ich ihn jetzt... Nein! Das war anscheinend falsch. Ich muss runter. Okay. Ah, alles klar. Gut. Das lässt sich doch wohl hinkriegen, oder? Das ist das Thunfisch. Was sammle ich da? Oder Spam? Ja, wahrscheinlich Spam. Da gab es ja sogar ein extra Lied von. Na, geht's jetzt hier weiter? So. Oh. Ist das ein Bossgegner? Scheint so. Oh. Oh oh. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Game over. Okay. So, und wie gibt man jetzt den Namen ein? So. Okay. Okay. Nicht schlecht. Ich versuch's noch einmal. Das ist so bescheuert, das muss ich nochmal probieren. Na, aber, oh, hätte man jetzt auch Musik einstellen können. Na egal. Ich mach mal so. Okay. So. Ja, aha. Verschiedene Bäume. Die Lerche. Aha, das ist eine Lerche. Gut aufgepasst. Man könnte es nochmal gebrauchen. In dem Spiel vielleicht oder auch im echten Leben. Naja. Na. So weit war ich ja eben auch schon. So. Gut. Jetzt muss ich runter. Steht ja auch da. So, alles klar. Der Schub im Abteil. Wäh? Das. Dämliche Füße. Ah, ich muss nach oben, ja? Na gut. In Ordnung, kein Problem. Obwohl. Das war doch der Teil, wo... Das ist nämlich das Geheimnis. Einfach hier drauf los. Nicht lange zögern. Das fliegende Schwein, ne? Aha. Ja. Normal, ne? Ein Spiegelei. Ach, wie schön. Jetzt bald mal Energie. Ach nee, brauche ich gar nicht. Geht schon noch. Das hält noch. Die Frage, wo muss ich hin? Runter? Ja, war richtig. Ah.
Aha. Sind die weg? Spam, 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 spam. Wenn das Lied hier nicht kommt, dann muss ich das wohl selber singen. Ja, das ist eine Drohung. Oh. Na! Ich komme von allen Seiten. Was ist das denn? Nein. So. Geht's hier weiter? Nee, das war falsch. Okay, hätte ja sein können. Probieren wir es mal woanders. Boah, wie doof. Oh, das war scheiße. Aber hier geht's weiter. Genau, hier war ich ja auch schon mal. Bis dahin ging's noch. Und irgendwann kam das Game Over. Weil ich nicht mehr wusste, was zu tun ist. Ah, baller ich mal alles weg. Kein Problem. Was ist da hier jetzt im Moment, wenn man... Ja, das ist schon recht... Es ist zumindest fair. Es ist kein unfaires Spiel bis jetzt. Das ist hier schon mal gut. Ah ja, beim Bossgegner bin ich gescheitert. Stimmt. Ja, jetzt ist der wieder da, der Bossgegner. Und ich habe keine Ahnung, wie man den besiegt. Muss man den überhaupt besiegen? Oh. Kann ich denn nicht einfach runter? Nee, kann ich nicht. Ich muss ihn besiegen. Okay, mach mal das halt. Dann besiegen wir ihn halt. Wie viel verträgt er? Scheiße. Komm schon, das wäre ganz gut, wenn er noch einen Energiebalken hier hätte. Man sehen. Ja! Oh, ist das Spiegelei weg. Toll. Egal. Es geht weiter. Irgendwie. Oh, falsch. Nö. Mhm. Verkehrszeichen. Aha. Ja. Normale Gegner gibt es in normalen Spielen. Das ist kein normales Spiel. Runter muss ich. Okay. Was? Was ist das? Die spanische Inquisition. Niemand rechnet mit der spanischen Inquisition. Ach du Scheiße. Nein. Ja, toll. Das ist ein echter, das ist ein harter Gegner, die spanische Inquisition. Eieieiei. Ja, gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Monty Python. Das Spiel. Ich muss sagen, ich hätte es mir schlechter vorgestellt. Das kann man spielen. Es ist total bescheuert. Aber hey, was erwartet man denn? Die Serie war auch total bescheuert. Also, so gesehen passt es ja wieder. Ich finde das ganz witzig. Ich bin ja ein Fan der Serie, man hat es schon wahrscheinlich gemerkt. Und ja. Ja, mit dem Spiel kann ich was anfangen. Auch was für euch ist, weiß ich nicht. Es ist eigentlich jetzt so nichts Besonderes. Es ähnelt anderen Spielen, die vielleicht in dem Punkt, also was dieses Ballerspiel angeht, da gibt es natürlich bessere Ballerspiele. Ja. Aber das hier ist halt, hat einen ganz eigenen Stil und ich finde, das macht das wieder zu was Besonderem. Ganz gut, finde ich. Ganz nett. Doch. Für Fans der Serie auf jeden Fall empfehlenswert. So, mal gucken, was ich euch noch zeigen kann beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüss.